Hi, wir sind's wieder, eure Cook Brothers. Und, Servus. Und heute gibt's ein Kartoffel. Na, was ist dabei? Kartoffeln, Spinat, Parmesan. Eine Kartoffelspinatpfanne mit Parmesan? Ursprünglich wollten wir es ein bisschen gratiniert haben. Ne? Also gratinierte Kartoffeln mit Spinat und ein bisschen Knoblauch dabei. Genau, das ist es. Viel Spaß. Für die Vegetarier ganz simpel zu machen und einfach und lecker. So simpel ist es. Ganz einfach. Aber ganz wenig Zutaten. Ne? Auf jeden Fall. Zu den Kartoffeln sind mit Schale gekocht, haben wir geschält und schneiden wir jetzt in Würfel. Perfekt. Ich würde mich in der Zwischenzeit um die Zwiebel und den Knoblauch kümmern. Ich glaube, das brauchen wir euch nicht zeigen, weil das haben wir euch in vielen Videos von uns gezeigt. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Da findet ihr vielleicht auch noch andere Tipps und Tricks rund um die Küche. Knoblauch, Muskat. Und Muskat, wenn Kartoffel dabei ist, passt halt Muskat immer perfekt. Ja, beim Spinat hauptsächlich, ja? Aber ja, gut. Aber ich würde sagen, so Kartoffel und Spinat ist da eine klasse Kombo. Ja. Und wie wir es vorhin schon sagten, ist super, super simpel. So, ich mache hier schon mal Öl rein. Yep. Die Kartoffeln sind ja keine Bratkartoffeln. Schön langsam vor sich hinrösten. So, und jetzt auch die kleinen Kartoffeln, die Drillinge waren das. Die eignen sich da eigentlich sehr schön dazu. Nehmen wir auch oft fürs à la carte Geschäft. Wie bitte? Nehmen wir auch oft fürs à la carte Geschäft im Restaurant. Weil aus zeitlichen Gründen oder? Nee, weil die einfach gut, man kann sie schön anrichten, schmecken lecker, kann man mit Schale essen. Hier okay. Jetzt in dem Fall ohne. Wir hätten auch die Schale dran lassen können. Wäre überhaupt kein Thema gewesen. Also wenn es einer wissen will, ne, im Alexanders machen wir das. So wolltest du San Diego? Ja. So, was man hier schon machen kann, wir würzen das Ganze jetzt mit Salz, Pfeffer. Ja, unsere Mischung, 1:7. Das finde ich auch immer ganz witzig, oder nicht witzig, wichtig. Witzig auch, aber am Anfang die Kartoffeln zu würzen. Ne? Also viele denken immer, würzt man auch zum Schluss. Nee, das Salz kann viel besser reagieren, wenn okay. Man es gleich am Anfang mit reinmacht in die Pfanne. So, ich habe nichts zu tun. Soll ich den Parmesan machen oder willst du reiben? Mach du ruhig. Dann sieht die Küche nicht so aus, ne? Wir probieren es mal mit der groben. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir gratinieren im Ofen oder wollen wir einfach die Hitze nutzen vom Anschwitzen, wenn der Spinat drin war und machen wir dann einfach drüber. Ich denke, wir probieren mal das. Wie alt ist denn der Parmesan? Ich würde sagen 24, oder? Ich glaube 24 Monate. Ich habe nicht nochmal exakt drauf geschaut, aber erstmal waren es 24 ich Monate. Denke. Ja, der ist schon toll für so ein Gericht. So, bitteschön. Vielen Dank. Gib uns gleich mit dazu. Ja. So, wunderbar. Ich habe noch einen Tropfen Öl mit reingemacht. So. Merkt man richtig schön den Knoblauchgeschmack, die Schalotten. Ich denke, ich können wir auch schon den Spinat reinmachen. Okay. So erstmal. Ja, ruhig, kannst du mehr reinmachen. So. Jetzt drehen wir auch ein bisschen runter. Und jetzt hat halt der Spinat noch sehr viel Volumen. Aber ihr werdet sehen, ich würde sagen, so in ein, zwei Minuten sieht man, dass das ganze Wasser austritt und dass es dann wirklich sehr stark komprimiert wird. So, schon weg. So, jetzt würzen wir es nochmal mit Salz, Pfeffer, oder? Ja, denke ich.
ganz einfach. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Muskat. Ein bisschen Muskat, das haben wir hier. Reibt man natürlich frisch. Du Muskat auf ihn? Zu viel Muskat ist auch schädlich, ne? Ja. Ich glaube, eine Muskatnuss im geriebenen Zustand, wenn eine Person zu sich nimmt, das ist tödlich, ne? Ja. Ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, es sind 1 bis 2 Leute in Deutschland. Ist das passiert? Was lachst du da? Nee, das ist nicht witzig. Nur, wie man eine ganze Muskatnuss ist ganz schön viel und sehr intensiv. Vor allem im geriebenen, ne? So kann man es ja mal schnell schlucken, aber... Aber nicht zum Nachmachen. Und den braucht man jetzt auch nicht zu lange weitergaren. Ne? Verliert er nur seine Farbe, jetzt hat er eine schöne Farbe. Und vom Grunde her können wir das jetzt auch schon theoretisch anrichten. Kannst du mal probieren, ob noch Salz dran muss? Nee. Schadet hier bei dem Gericht gar nicht. Schönes, gutes Olivenöl. Heute haben wir mal eins aus Mallorca, ne? Ja. Das könnt ihr auch hier im Markthaus kaufen und dann könnt ihr euer Gericht genauso machen, wie wir hier bei uns in der Kochstation. Sehr gut, dass du das gemacht hast, Bruno. So. Also das ist jetzt nicht nur eine Portion, sondern es sind schon 2. Aber es wäre jetzt auch schade, wenn wir das hier nicht anrichten würden. So, und jetzt gehen wir hier mit dem Käse drüber. Das sieht gut aus. So, und das ist jetzt vom Grunde her nichts anderes wie bei einer Pasta, ne? Wenn du das karinieren würdest, glaube ich, würde es halt nochmal zusammensacken. Hm. Und so schmilzt jetzt langsam der Käse, weil es jetzt nochmal Temperatur bekommen hat. So vor sich hin. Und finde ich eine schöne Geschichte so. So, siehst du, du brauchst es gar nicht gerade näher. Wenn du genügend Hitze hast, auch wenn der Parmesan ein bisschen grober gerieben ist, verläuft sich das schön. Und das sieht wirklich super aus. Lass uns probieren. Nicht viel reden. Das ist heiß, oder? Mhm. Ich warte noch, warte. Ich puste nochmal an. Oh, das schmeckt richtig gut. Wie ihr vielleicht gesehen habt. Aber wirklich, es sind eine Handvoll Zutaten und daraus kann man wirklich ein super einfaches vegetarisches Gericht machen. Ist wirklich super lecker und müsst ihr auf jeden Fall nachmachen. Macht's gut und schmeckt's lecker. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, euer Cook Brothers. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Eure Cook Brothers.